Namenstechnisch. Eine Helene konnte man nicht ändern. Maria Theresa, Hildeburg, eine Anna. Eine Anna. Kriegsgrund wäre zu weit weg. Stadissachlager auch zu weit weg. Kur. Also wir müssen jetzt hier wieder über Großpolen gehen. Krieg erklären. Doch orthodox. Achso. Hit. Gut, ich richte mal hin. Jeder, der jetzt kein Gold bringt, hat die Rechte. Ach, du bist schon weg. Da gibt's Kohlen, wie viel? 25, besser wie nix. Da gibt's nochmal Kohlen. Das war wohl ein Kind zu beschreiben. Ups. Ach Gott, du ziehst schon ein Angebot in Betracht. Kopfsammlung wächst, ja, das sieht man dann hier. Tötungslöschter. Ja, jetzt haben wir noch eine Moschee. Ein Kirchturm. Kriegen wir selber auf die Kette. Sonst die Moschee noch schnappen. Mehr sehe ich jetzt aktuell nicht, was wir machen. Ah, halt, warte mal, wir können da oben über dich. Doch, klar. Halt, alle nochmal auf der Tour. Krieger klären, Heiliger Krieg um Franken. So, jetzt können wir es auspacken. Geht ihr da unten auf die Moschee und... Das Ritterorden, die Ritterorden gehen hier oben mit rein. Jeder auf ein Feld, so. Der Hänger hat seinen Spaß, definitiv. Definitiv. Also vielleicht noch den Verbündeten rufen jeweils. Oh, es sind jetzt nur noch zwei, dann noch wesentlich mehr Kinder. Ah.
Da waren noch andere Könige sichtbar. Verloben wir noch mit dem hier. So. Ab geht die Nummer. Bündnisschmieden passt. Durch irgendwelche Vorbehalte. Okay. So, schicken wir unseren Kaplan hin. Unseren Kanzler hin, nicht Kaplan. Kanzler, Beziehung verbessern, irgendwann kriegen wir es hin. So, dann rollt wieder der Zug aus Korsika an. Oh, der misst richtig Fahrt. Der hat gar nichts zu tun, außer Plünderer, aber wann kommt Plünderer auf eine Insel? Die haben meistens keine Schiffe und nix. Da scheppert es das erste Mal. Das zweite Mal. Okay, das ist eine Streitmacht. Die lassen wir mal stehen. Wir müssen jetzt nur plündern, weil Steuern. Im Zweifel macht er das von Korsika, hoffe ich. Mit Daten bringst du noch mit? Ach ja, das reicht dann locker. So, Australien schnappt sich jetzt Mainz. Ah, das war die Schlacht jetzt hier, okay. Geht dann da gleich weiter. Der Krieg ist schon gewonnen. Ups. Du warst noch offen. So. Die gibt es auch noch, stimmt. Haben wir hier unten was gewonnen? Eine Kirche, Leibniz. Genau, der Pfaffe gehört jetzt uns. Ah, da gibt es, Moment. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, gerade nochmal Krieg führen, einfach wieder retour laufen. So. Das da oben läuft eigentlich auch. Den Adligen, den wir eben geholt hatten. Ja, der rennt bestimmt am Hof rum. Dann holen wir uns einen neuen. Ins Ferdinand. Nein, den können wir nicht konvertieren. Du siehst doch aus wie einer. Hm.
Nee, du bist ein Adliger. Ja, die Ausbildung teilweise vergessen. Yep. Jo, passt. Sofort antanzen lassen. Oh, was macht der Italiener jetzt? Der plant auch wieder was, wenn er so rumrennt. Die Normandie, wer kennt's nicht? Die Normandie in Dänemark. Ist das krank alles? Was macht der Italiener? Oberlothring zoffen die sie jetzt da drüben, das Gebet, ja. Hier ist der Krieg gewonnen, Forderung erzwungen. Titel entzogen, Leibniz, da holen wir einen neuen Adligen. Einen Heiligen. Noch kurz warten. Ich mache euch schon mal da hoch, so. So, und du kriegst die Abteileitung. So, und schon ist wieder eine Kirche. Stadt Reuen mit dem Quartier. Auch noch eigenständig. Und der Schwager dafür einen Bockmisch gebaut mit seinem Krieg. Die gehen wohl verloren, macht nichts, hier oben haben wir genügend. Wir sammeln euch mal Weinsberg. Mal eine schöne Armee, die da reinhaut. Ich würde hinlaufen. Bleib doch da. Ah ne, der geht, holt er sich die Plünderer jetzt. Okay, ja, soll er machen. Da stehen bleiben. Ich hole mal am Schluss, wenn es dann reicht von Punkten. Wenn wir jetzt Aschaffenburg nehmen, dann Bamberg. Wenn es dann nicht reicht, jage mal die noch. Jetzt zurück, du läufst jetzt nach Regensburg. Machen wir da unten stehen auch noch ein paar. Okay, der belagert jetzt da das Meer. Halt den zur Aufstand. Ich würde es feiern, wenn es klappt.
So, da haben wir die 100. So. Ich sehe irgendwo noch Soldaten rum. Nö. Wir sind bankrott, okay. Befindest dich mit wem im Krieg? Austrasien greift jetzt alle Mannen an. Franken, Thurgau, Elsass machen alle mit, okay. Können wir dir nochmal einen Krieg erklären? Weil du bestimmt unabhängig. Nee. Brauchen einen Kriegsgrund. Man schon mal machen können, hier das da verteilen. Also wir können hier einzelne... Moment. Nicht verbannen. Nicht. Einfach stumpf ausrotten. Und die Kinder, ach, schreien die schön. Baum. Kohle haben wir jetzt. Krieg erklären. Heiliger Krieg um alle Mannen. Jetzt geht hier auch schon von vorne los. Dann ist hier wieder alle ausheben, anwerben, was geht. Hier die 30 gehen verloren und rein nach oben. Hier kommt schon Ferrara rein, okay. Ja, machen wir mit. Der von Korsika kann eigentlich eine Base hier irgendwo einrichten. Der braucht gar nicht mehr zurück. War schon wieder 10 nach Filler. Da nach Freis. Ja, der wird sich schon auf dem Weg irgendwie machen. Transjurania, du hilfst dem jetzt. Bringt dir aber auch nichts. Bei 151 Rechtssoldaten. Warte mal, die 59 in Basel dürfen wir nicht vergessen. Sind jetzt alle mit dabei? Yep.
Ein paar Kinder wäre jetzt nicht noch. Wäre nicht schlecht. Ja. Oder du läufst nach Innsbruck, ja, der kommt auch anmarschiert. Da oben können wir das nächste umwandeln. So, und dann bekommst du auch du das. Leiner irgendwas. Zack. So. Ist die Laune besser? Nö, auch nicht. Ja, wir sind Tyrann. Egal. So, und durchfegen. Ah, so das Heilige Römische Reich gegründet. Und Italiener. Okay. War abzusehen. War abzusehen. Aber finde ich nicht verkehrt, wenn man dann noch irgendwie dieses Österreich wieder fingieren könnten. Und uns dann ihm als Vassal anbieten. Oder eigenständig bleiben. Halt, wir gehen in die Hauptstadt rein. Da oben stehen 2400 von dir. Du bist noch am Verteidigen von Mainz wahrscheinlich. Ja. Wieder konvertiert. Mal gegen uns verstanden Verteidigungspakt, ja, weil wir halt jetzt zu mächtig wurden. Endlich, so wie wir vorgehen. Gehen wir dann 47%. Irgendwo was kaputt oder so, oder? Nö. Ja, wäre es sinnvoll, wenn jetzt mal rankämen, so. Für deinen. Ja. Unser Gattin. Ja, Prestige gehen wir keinen her im Moment. Und namens Duli nicht da. Siebenundsiebzig. 80. Hochburgundische Revolte, schön. Ja, jetzt setzt er sich in Bewegung erst. Innere Pseudo-Franken-Armee. Ah, Transjurania, du hilfst ihm mit. Oh, der kapituliert. Sinnvoll. Dann bist du der Nächste. Hier den Heiligen Krieg um Baden. Hier auch den Heiligen Krieg um Baden. So. Ah, ich hätte erst alle Kriege anmelden sollen und dann Verbündete rufen. Egal.
Oh, jetzt fehlt uns die Pietät für mehr. Okay. Augsburg. So. Warte mal, hier müssen wir ja alles wieder neu vergeben. War doch das schneller katholisch gemacht als gedacht. Alles. Ne, Schwaben hat noch eine Kirche gefehlt. War schon Württemberg, passt. Ulm auch, Augsburg, yep. Schwaben passt. Fürstenberg passt auch, perfekt. Dann gehen wir alle hier auf den Schwächsten, hätte ich jetzt gesagt. Das muss der sein. Nun, und das Österreich kann man schon wieder gründen. Können wir schon wieder aufmachen. Wir brauchen nur die Herzogtitel. Da wären wir der König von Österreich. Diese Prestige brauchen wir noch. Das kriegen wir aber durch die Kriege hin. Ja, das ist noch jemand. Baden, Breisgau, Zürichgau und das da unten. Transjurania wird wohl. Ja, das sind ja alle eigenständig, sehe ich das richtig? Ja. Ich glaube, es ist schade, dass der Italiener sich da reingefressen hat. Mit Bayern, Tirol und Urrätien. Also ist mal. Können wir die übernehmen, ne, weil die noch im Krieg jeweils sind mit uns oder mit wem? Ne, mit anderen. Schon alle Manne. Oh ja, du hängst da mit drin. Alle Manne, Franken, Thurgau, Elsass. Sie gerne die ausschnappen, wenn ihr so langsam seid da oben. Bis am Rhein. Mainz und Worms.
sonst belagert ihr da jetzt? Ah, die Habsburg seid ja noch dran. Okay, schön. Okay. Gesellig, ja. Jetzt hin. Dann kommt, ich hole mal schnell weg. Für der Thurgauer, der da stehen bleibt. Fürst du auch gerade einen Krieg da? Ne, da läuft auch ein Krieg, 17% Punkte. Okay, wir haben jetzt 13, wie viel hast du? 17, bleib stehen, ja. Bündnispartner, Herzog in Mähren, jawohl. Herzog von Mähren. Keine Ahnung, wo du bist. Passt ja gar nichts mehr zusammen gerade. Aus, dass du landslos bist. Nachfolgenominierung. Unseren Sohn Karl. Uns darf keiner wählen außer uns, genau. So, machen wir einen auf Ehre. Aus 22 zu 46 mischt. Bei die Schwitz selber. Noch Bürgermeister, okay. Ich glaube, in diesem Mehrfachkrieg kann man es jetzt... könnte sein, dass man es übernehmen. Was fehlt noch? Ferdinand. Kommst jetzt sind weiter Punkte technisch wie 66, okay. Der hilft uns jetzt mit, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist gerade. Ja, krieg schon mehr Punkte, okay, bleib bei 66 stehen. So, da oben ist ja der Halunke. So, ich glaube, ihn jetzt verloren an Italien, okay. Mischt.
Ah, mit dir können wir doch schon wieder. Zack, so. Suche ich gar kein uns. Wartest du jetzt, anstatt hier rüber zu laufen, uns zu helfen? Ekur, was machst du jetzt für eine Veranstaltung? Ja, das passt. Wenn eigentlich unsere eigenen Soldaten zurückziehen schon. Für die nächste Runde. Ups. Belagert das als nächstes bitte warten. Ja. So, du kriegst jetzt den Landtitel von Krebs. Grafenkreuz etc. Und Spartans nächstes sein, was fällt. Der Vorteil, wenn man keine eigenen Soldaten mitführen auf dem Feld, dass es so geht. Jeder macht jetzt entspannt, was gehört noch zu warten. Bären da unten noch im Chor. Ja, die werden schon wissen, wo sie hinlaufen. Könnten höchstens gucken, das war. Yep. Da noch ein paar holen. Ah, irgendwie dran vorbeilaufen. Eppstein, Pongau, Innsbruck, da oben rum. So. Verbündete mal, das ist gar nicht mal so verkehrt, das hier. Dann Sundgau, Nordgau noch. Zum Baden verstehe ich gerade jetzt nicht, warum das bei 83 stehen bleibt. Und so Mufti unterwegs ist, oder wie? Ach, der steht da. Machen lassen.
Oh, jetzt klingelt es aber, oder? Hat hier gut. Hier rein. Salierung erzwingen von dir. Yep. Hat die Verbündeten alle widerrufen. Mal Barton mit. Ah, sind die jetzt da? Ah, die sind auf dem Weg, die sind in Innsbruck. Was macht der Papst? Oh, wir sind halt in Tyrann. Wenn wir gerade so halb Süddeutschland befreien vom muslimischen Glauben, jucken hat. So, belagert ihr mal das da oben. Nein. Ah ne, da kann man nicht helfen. Mist, ist jetzt gestoppt. Kapitulieren wir bei dir, wenn wir es nicht hinkriegen. Versuchen wir es gleich nochmal. Geld aus. Du kannst das Reich niemals da unten halten. War klar. Mal mit jemandem ein Bündnis. Nee, du willst nicht.
bringt uns nichts. In Pommern, seid ihr katholisch? Yep. Ich war beim Knast. Bei wem? Bei dem Häuptling, mit dem dich angelegt hast. Okay. Politisch Vorbehalt und so jung, okay. Müssen wir noch warten. Das mit Baden lassen wir auch mal sein. Funktioniert auch nicht. Es waren zu viele. Das dauert wird auch nicht. Bürgermeister, ne, ich suche einen am Hof. Und Fürstenberg. Dann krieg ich schon den Landtitel Schwaben. Von dir die also wir sind im Frieden wegen der Geschichte da unten, okay. Den können wir jetzt erstellen, wenn wir wieder Kohlen haben. Gleiche spielen wir mal jetzt da oben mit Franken. Können wir das Franken-Ding übernehmen jetzt? Ne, wir müssen es erstellen. Wir müssen beide neu erstellen, okay. Aschaffenburg. Weinsberg. Würzburg. Bamberg. So. Aber nur Prag abzugeben, dann passt auch mit der Domaingröße auf einmal. Ich glaube, kann man auch noch abgeben.
einen fähigen. Vom Hause von Wien auf keinen Fall. Von Weinsberg, Landstippe. Jetzt sagt Zurichgau. Zurichgau, so. Sollte der ein oder andere noch konvertieren lassen vielleicht, wenn der Krieg mal vorbei wäre. Den Kanzler hat man irgendwo wieder sitzen für ein Bündnis. Schauen wir gleich durch. Können wir jetzt wohl auch umbauen zur Burg. Gut. Dann kriegst du... Ah. Bitte schön. Dann können wir mal Wien konvertieren. Ja, das zerbricht. Das Heilige Römische Reich da, das hält sich nicht lang. Oh, sagt er und erledigt war's. Oh, wir dürfen ja auch mit abstimmen. Ha. Nee, wir dürfen nicht. Unser Schwanhüter, wer bist du? Willst du Unabhängigkeit? Wieso? Weil Ungläubiger, ja. Das hätte man vielleicht behalten sollen. Naja, wir können den erst 84 wieder wegnehmen, wir haben aber auch kein Prestige. Einfach wärst du ein Dieter. Du wirst ein Friedrich. Friedrich. Die schon irgendwo unter. Also Beschutz 2 Jahre alt, müsste doch irgendwas gehen. Oh, der nächste Verbündete, oder? Frankreich, das wird doch eh wieder nichts. Da sitzen wir zum Kanzler hin. Ich weiß, der saß von woanders da. Durchgucken. Okay, das zerbröckelt. Wir müssen auch brechen. Nee, du bringst 1000 mit, knapp. Hätte ich noch schröpfen würden, 2000. Nee, lassen wir. Das ist
Karl, der ist verlobt mit Austrasien, die immer noch kein Bündnis wollen. Austrasien wäre sinnvoller. Neuer Kanzler. So. Austrasien war es, genau. Das läuft. Du wolltest auch nicht, genau. Er wollte nicht. Ich hammer. Hier haben wir ein neues Bündnis. Genau, das war das und jetzt der jüngste Sohn. Genau, mit dem von Schweden. Der Bodenlose. Wieso nicht? Bündnis schmieden, zack. So. Dann probieren wir nochmal unser Glück. Gleich, wenn wir Geld haben. Können wir doch da irgendeinen Titel kommt man noch übernehmen. Was ist der Schwabe? Nee. Hofarzt können wir uns mal. Haben wir keinen? Doch, haben wir doch. Da war jetzt Königsen. Die brauchen wir nicht mehr. Können wir uns eigentlich theoretisch den Italiener anbieten. Der jetzt wo sitzt mittlerweile. Hier bist du nicht. Da. So. Hat den Vorteil, dass wir jetzt hier Vasallenkriege führen können mit den anderen. Tata. Du gehörst noch zu uns, ja. Jetzt ist Österreich angucken, Königreich. Sieht so aktuell aus. Und das, was fehlt, noch holen wir uns wieder zurück über, wie gesagt, Vasallengeschichten. Wenn wir jetzt zum Beispiel dem sagen, hier ein Grenzdisput oder sowas, dann passt das wieder. Dann holen wir uns nach und nach das alles zurück. Der Hoffnung er zerbricht. Und weil wir stark genug sind. Aktion mal gründen. Nur mal angucken, wie viel wir haben. 16% haben wir jetzt schon. Wir sind eigentlich geschwächt aktuell. Stufenkrieg.